das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Die kleine Ausgabe vor Folge 252 ist das. Folge 252 nehmen wir wie immer am kommenden Wochenende auf. Und Jenny, ich muss dich jetzt unter der Woche, müssen wir mal ein ganz sensibles Thema ansprechen. Ganz aktuell, ganz top aktuell heute an diesem Donnerstagmorgen. Deine Tierliebe steht hier so ein bisschen in Frage. Also ich will das jetzt mal klären. Wir leben ja in sehr kalten Zeiten so, ne? Also ich meine das jetzt nicht so im übertragenen Sinne, sondern auch tatsächlich. Also wenn man im Moment so zum Lüften die Fenster aufmacht, dann hurra. Ja, aber der Puma muss ja raus. Ja, dann haut's aber schon so richtig rein. Also das ist so Väterchen Frost, wie man so sagen würde. Darf man noch die Russenpeitsche sagen? Also ihr, du stimmt, weißt du noch, das gab es tatsächlich. Ja, du weißt, was ich meine. So ist es. Und in diesen Zeiten, in diesen Jahreszeiten, wo draußen die Kältepeitsche schnalzt, da kommt unser Hund immer ins Bett. Gerne. So nachts um zwei, drei rum kratzt sie bei dir an der Seite und sagt, also dürfte ich jetzt mal bitte. Und Herr Frauchens Decke, nee, eigentlich nicht, geh in dein Bett. Du lässt sie immer rein und psychologisch denkt sie dann ja, das ist okay. Und du hast mir heute Morgen, hast du ein Geständnis abgelegt, du hast sie heute Nacht irgendwann rausgeschmissen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, jetzt wenige Stunden später, nachdem dieser Pushback, möchte ich fast sagen, also nachdem das passiert ist? Nix. Das ist ein Fall für den Hundegerichtshof. Also, was ist passiert? Die macht sich so breit, weißt du, da wird aus dem kleinen, wirklich kleinen Hund, die ist ja nur so ein Fliegenschiss, und dann macht die sich aber so breit, dass ich keinen Platz mehr habe. Also muss sie in ihrem Bett schlafen. Wie äußert sich das Breitmachen? Ja, dann tritt die mich mit ihren so, geh weg da und ich brauche hier Platz, und rubbt immer näher an mich ran. Das Thema Kälte hat dich die Woche schon mal beschäftigt. Du hast mir nämlich einen Themenvorschlag geschickt. Und ich habe es mir, muss ich ehrlich sagen, noch nicht angeguckt, aber du hast es dir bestimmt angeguckt und kannst vielleicht das schon mal so ein bisschen anreißen. Und zwar, hilf mir, eine österreichische Pferdezeitschrift hat die Frage aufgeworfen, da ist ja auch immer kalt in Österreich, ne? Die Winter sind bitterkalt. Wann ist kalt zu kalt fürs Reiten, oder? Habe ich das jetzt richtig? Genau. Und da ich ja auch ein, wie soll ich sagen, atemwegsempfindliches Pferd habe, habe ich mir das durchgelesen. Und ja, man soll tatsächlich, also stand in diesem Artikel, so wenn es weniger als 5 Grad hat, beziehungsweise auch noch bei, also auch bei niedrigeren Temperaturen, jetzt minus 5 oder minus 10, das gibt es bei uns ja eher weniger. Also weniger als plus 5. Genau, da soll man schon so ein bisschen vorsichtig sein mit Pferden, die so ein bisschen Atemwegsprobleme haben und nicht ganz so strenges Training, weil die Atemwege durch diese kalte Luft schon auch gereizt werden. Also okay, so wissenschaftlich, wie das funktioniert, so genau habe ich es jetzt nicht gelesen, aber wir beschäftigen uns nochmal damit. Wie viel soll man denn reiten, wenn es unter 0 hat oder minus 5 oder gar minus 10? Ja, okay. Das ist ja fast ein medizinisches Pferdethema. Also ich wollte es ja eigentlich erst später ansprechen, aber da wir schon jetzt per Zufall da reingestolpert sind, können wir es eigentlich auch gleich sagen. Es ist, wenn man so will, eine Werbung in eigener Sache. Es ist nämlich in dieser Woche erschienen eine neue Ausgabe des von uns co-produzierten Podcasts Vom Kranken zum gesunden Pferd mit Dr. Sandra Löckener. Und da geht es um gesundheitliche Probleme, die Pferde haben und was man dagegen tun kann. Und Sandra ist bei uns heute in diesem Teaser und erzählt kurz, worum geht's in Folge 4. Sandra. Hallo ihr Lieben und vielen Dank, dass ihr die 4. Folge des Podcasts Vom Kranken zum gesunden Pferd bei euch vorstellt. Die 4. Folge war ganz speziell, weil wir haben richtig Deep Diving gemacht. Wir sind ganz tief eingetaucht in den Organismus unserer Pferde und haben uns dem Thema Darmgesundheit gewidmet. Ich habe wirklich richtig viele Tipps rausgehauen zum Thema Analysen, was bringt was, was eher nicht. Wir hatten einen Gast, die Alina, die hat auch ein bisschen erzählt, welche Strategien sie schon völlig erfolglos versucht hat. Und sie hat auch ein bisschen erzählt, wie sie sich selbst in der Handhabung des ganzen Problems verändert hat.
während der Therapie ihres Pferdes. Also von daher, ich glaube, das ist wirklich richtig interessant für alle Pferdebesitzer, deren Pferde vielleicht gerade Probleme haben, wie Durchfall, Kotwasser oder Aufgasung. Und für alle, die vielleicht davor gewappnet sein wollen, die das einfach richtig zum richtigen Zeitpunkt erkennen möchten und dann auch die richtigen Tipps parat haben möchten. Also ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Pferdebesitzer reinhören. Vom Kranken zum gesunden Pferd mit Dr. Sandra Löckener, koproduziert vom Pferdepodcast, unsere Empfehlung. Hört gerne mal rein. Jenny, ich habe auch noch einen Themenvorschlag von einer Hörerin. Aber bevor wir den sagen, machen Sie doch noch mal ganz kurz schlau, so ein Mini-Update. AC/DC und Klecks, in der Kälte des Schwarzwalds in diesen Tagen. Alles gut? Was macht ihr? Raimund Wille ist ein bisschen Haken dran. Keine Turniere mehr. Die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Ja, wir fahren so ein bisschen runter. Ich bin auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht mehr ganz so arg motiviert, jetzt mal das Jahr so ein bisschen ruhiger ausklingen lassen. Nicht mehr so viel arbeiten, mit dem Pferd meine ich, weil der Rest ganz schön stramm ist. Also, das steht auch in so einem gewissen Gegensatz zueinander, weil arbeiten, der Rest ist wahrscheinlich so... Der Job. Der Job und das hat ist vor so Weihnachten... Vor Weihnachten drehen sie immer alle durch. Okay. Es kommt bald Weihnachten. Drehen sie jetzt durch. Könnten Sie noch schnell dies, könnten Sie noch schnell jenes? Ist das ja genau so? Genau so. Das Mailfach wird dicker und dicker. Und dann ist, also man hat ja, oder sagen wir mal so, wenn man unseren Podcast hört, dann ist ja immer so die Überschrift arbeiten, zielstrebig, Ziele erreichen. Und für viele ist ja, glaube ich, so das Pferd auch sowas wie der Ausgleich. Ne? Man hat immer so das Gefühl, du bist halt jobmäßig auch enorm gut sortiert und organisiert, du brauchst das, also ist mein Gefühl, dass du das eigentlich gar nicht so brauchst. Also man hat nie so den Eindruck, boah, die ist jetzt so richtig geschafft von ihrem Job und jetzt braucht die irgendwie einen Ausgleich. Entschuldigung, ich will dir nicht zu nahe treten. Ich weiß, du arbeitest viel, aber es gibt ja auch, also du zählst, glaube ich, zu den Menschen, die das gut organisiert kriegen und auch gut weggeschafft kriegen. Und wird das Pferd für dich so in diesen Tagen dann vielleicht tatsächlich auch, also so diese Ausgleichsfunktion, die das, glaube ich, für ganz viele Menschen hat? eigentlich jetzt? Nicht, nee. Nee? Also, nee, eigentlich nicht. Das ist kein Ausgleich. Das ist einfach ein Teil meines Tages. Aber das ist, wie du sagst, gut strukturiert. In der einen Tageshälfte die Pferde, in der anderen Tageshälfte die Arbeit. Und aber als Ausgleich, nö, würde ich das, früher war das so, ja, aber ja, mehr. Ja, jetzt nicht mehr, nee. Das ist einfach ein Teil des Tages. Seit du zu einer Menschmaschine geworden bist, ist eigentlich, haben sich die Dinge verändert. Oh Gott. Du meinst der weibliche Terminator. Ja, Gedankenübertragung, also gut. Hört einfach drüber weg, wenn ihr irgendwie, es ist gerade so ein bisschen wenig männlich, ich habe gedacht,
Also die Hörer haben es, glaube ich, verstanden. Ich wollte es so ein bisschen menscheln lassen. Ach so. Und habe dir eine goldene Brücke gebaut und hättest nur einfach drüber gehen müssen. Und ich habe umgetreten, bin in die andere Richtung gegangen. Noch du, genau. Du bist einfach durch den Fluss geschwommen. Wie, die Pferde als Ausgleich? Brauche ich nicht. Also, ich gehe da hin, da wird gearbeitet hier. Dressurviereck, so sieht's mal aus, wo der Hammer hängt. Ach, Entschuldigung, ich übertreibe jetzt natürlich wieder in die andere Richtung, aber... Ich meine ja damit, ich brauche gar keinen Ausgleich zu meinem Job, weil der macht mir auch Spaß. genau. Das ist wahrscheinlich zu 100% das, was alle unsere Hörerinnen auch empfinden. Späßchen. Bevor es jetzt endgültig peinlich wird, lese ich den Themenvorschlag von unserer treuen Hörerin Yvonne vor. Ist der Instagram-Account so Lehra und Milky und sie war eine derjenigen, die auch geschrieben hat, ich habe auch alle Folgen gehört, ich könnte bei dem Quiz auch mitmachen. Sie hat jetzt sich mit einem Themenwunsch an uns gewandt und das lese ich jetzt mal kurz vor, okay? Und wir gucken mal, ob du dazu vielleicht was sagen kannst oder ob du sagst irgendwie, ob du ähnlich... reagierst du jetzt. Also, hallo liebe Jenny, hallo lieber Chris. Ich hätte mal einen Themenwunsch für eine Podcast-Folge. Da ich ein Jungpferd habe, in Klammern wird nächstes Jahr jetzt 3 und das Anreiten somit dann nächstes Jahr vor der Tür steht, würde es mich mal sehr interessieren, wie Jenny das damals mit AC/DC gemacht hatte. Ob sie das komplett alleine gemacht hat oder ob sie Hilfe vom Boden aus hatte. Einfach mal so ein Thema übers Anreiten, auf was man achten muss, was absolute No-Gos sind und so weiter. Ich habe zwar schon Erfahrung mit Jungpferdeanreiten, aber das ist jetzt auch schon 6 Jahre her und das war damals nicht mein Pferd. Würde mich sehr freuen und sie hat noch ein PS hinterher geschickt. Und was für ein Gebiss Jenny empfehlen würde und was sie für ein Gebiss genutzt hatte. Einfach so alles rund ums Thema Einreiten. Glaube, das ist für viele interessant. Danke für euren Podcast. Klar, das kann man machen in der Sendung. Ja. Kann man machen. Ja, gerne. Okay, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt irgendwann schon mal drüber geredet, als das damals mit AC/DC tatsächlich anstand. Ich erzähle das ja auch gerne 3-mal. Ich wollte gerade sagen, das zählt, glaube ich, so zu den Geschichten, wo man auch nochmal in der Rückschau sagen kann, das hat besonders gut funktioniert, das war ein bisschen schwierig, wie auch immer. Du hast mir schon, also ich erinnere mich jetzt auch wieder, wir haben im Vorfeld einmal kurz darüber gesprochen, konkret die Frage nach dem Gebiss. Da hast du auch wieder gesagt, da hast du einen Tipp, der sozusagen gegen das läuft so ein bisschen, was so die allgemeine Erwartung ist, richtig? Genau. Verrat's kurz, lass es kurz springen. Aber man hört ja auch ganz oft, dass die jungen Pferde und die brauchen ein doppelt gebrochenes Gebiss. Mhm. Also meine Erfahrung ist eine ganz andere. Und zwar bin ich ja Fan von den einfach gebrochenen Gebissen, weil die viel ruhiger im Maul liegen. Gerade bei so einem Jungpferd ist es wichtig, dass das Gebiss ruhig im Maul liegt. Und ich bin dann auch Fan bei den Jungpferden von den hannoverschen Reithalftern, weil eben drum auch das bewirkt, dass das Gebiss einfach ruhig liegt und die Pferde dann meiner Erfahrung nach viel leichter in die Anlehnung kommen und viel leichter an die Hand rantreten, wenn dieses Gebiss da nicht so rumklackert. Und diese doppelt gebrochenen Gebisse sind meiner Meinung nach zu... Die unruhig. Liegen so lose im Maul und ich finde auch, dass die Hilfen nicht so konkret ankommen, sondern dass das alles so ein bisschen schwammig ist. Und mir war wichtig, dass das Jungpferd lernt, eine korrekte, stetige Anlehnung zu suchen an die Reiterhand. Und da hilft so ein einfach gebrochenes Gebiss einfach mehr als das doppelt gebrochene. Und viele sagen ja, ach, das ist viel besser für die Jungpferde. Meine Erfahrung war es nicht, im Gegenteil. Habe ich das richtig im Kopf? Das ist ja auch schon so lange her mit dem AC/DC, aber habe ich das richtig im Kopf, dass du eine andere Reiterin vorgeschickt hast beim Thema zum ersten Mal draufsitzen? War das nicht so? Oder ja, natürlich, ja. Aber ich habe niemanden vorgeschickt, sondern der Grund ist ganz einfach, beim ersten Mal draufsitzen sollte am Boden jemand sein, der das schon mal gemacht hat und der Erfahrung hat und der weiß, was zu tun ist, wenn das Pferd irgendwie reagiert, dass es losbockt oder. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass am Boden derjenige ist, der die Erfahrung mit dem Jungpferd hat. Und obendrauf ein guter Reiter, der sattelfest ist, ganz klar.
Aber ich finde die Person am Boden wichtiger als die, die drauf sitzt bei den ersten Malen. So, und jetzt denkt mal drüber nach, ob das nur eine gute Ausrede war oder ob das vielleicht doch so gewesen sein könnte. Unsere Denkaufgabe für übers Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen den Pferdepodcast an diesem Wochenende auf. Die Sendung kommt dann wie immer am Montag. Wir sprechen über das Thema Anreiten von AC/DC. Wie war das damals? Was sind die handfesten Tipps von Jenny? Wir sprechen natürlich auch über die aktuelle Trainingsarbeit. Ihr habt es gehört, es ist eher so ein bisschen so das vorweihnachtliche Ausklingen des Jahres. Und wir, ja, was uns sonst noch so vor die Füße fällt. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.